Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich habe hier die Blöcke abgerissen. So, jetzt füllen wir das Ganze nochmal. So, ausch. Wollte doch einen Zweierblock machen. Warte, jetzt muss ich nochmal außen rum. Zack, da-da-da-da-dam. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass die Zombies jetzt den hinteren Teil der Falle, den da, nicht als Schwachstelle sehen und sich da durchfriesen Richtung. Richtung Base, die dann hier sich irgendwie durchbuddeln wollen. Oder mir das Tor zerstören. Weiß ich nicht. So, heute ist wirklich alles im Zeichen der Falle. Mal wieder. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil es gehört einfach dazu. Das ist ja das. Wir müssen ja überleben. Das ist ja ganz klar. Ja, freilich. So, dann geht der da rein. Droni, du musst jetzt mal einen anderen Weg suchen. Komm mal ab. Geh mal weg. Komm mal mit. Kommst du her oder nicht? Ah, warte mal, dann fehlt ja da drüben auch noch der dritte Block, ne? Och, du hast die Kerzen im Weg. Sowas. Also habe ich hier einen toten Raum, ne? Ja, für die Optik. So, für die Optik. Wir verbauen uns das jetzt halt. Ne? So. Schicki. Ach, Droni, jetzt bist du da immer noch. Komm mal her. Komm mal her, Süße. Ja, genau. Didi didi didi. Du. Und ich bin mega gespannt, wie das läuft. Ob das funktioniert, was wir uns da vorstellen. Oder was ich mir da vorstelle. Ja, es gibt richtig auf die Fresse. Perfekt. Weggemacht werden. Da müsste ich überlegen, wie ich hier wirklich so einen geschützten Raum habe. Ja, muss ich noch ein bisschen drauf rumreiten oder drauf rumdenken. Da haben wir gesagt, machen wir eine Schräge rein. Und die sollen hier reinlaufen. Richtig kanalisiert. Das ist 1, 2. Dann kommen hier noch zwei Klingenfallen hin. Hätte ich mir überlegt. Oh ja, das ist super. Das wird super. So, oben drüber so einen kleinen Schutz. Die hier angeklemmt. Genau, hier müssen wir uns noch was hinbauen, dass die da quasi einen Schutzblock, dass wir da richtig schön sauber arbeiten können. Wo haben wir das denn? So, da hätte ich mal vorher drauf kommen können. Was seit 8, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Zwei halbe Wände. Wie groß ist denn das? Ach Gott. Das ist ja nichts. Nee, warte, das ist nichts Genaues. Nehmen wir mal die, ja. Darauf werden wir. Wie viele Blöcke haben wir jetzt hier? Drei, gell? Den legen wir da hin. So. Dann haben die hier nämlich die Möglichkeit reinzukommen. Hier machen wir normale Blöcke hin. Für die Stabilität. So, dann haben wir hier frei. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zumauere, gell? So, das mal. Das wird schon mal hochgewertet. Das ist gut. Oh, ich muss echt aufpassen, dass ich mich nicht kaputt einmauere. So, pass auf. Das müsste auch alles weg jetzt. Oh, das hätte ich vorher machen sollen. Ups, das fällt mir jetzt gerade ein. Ach komm, das machen wir jetzt schnell. Komm. Hat's ja gleich. Es sind ja nur 10.000. Und wir sind ja schnell durch mit dem Erdbohrer.
Okay, und das ist der Rahmen. So. Das könnte man so lassen. Müsste ich auch austauschen, dass ich hier zumachen kann. Beziehungsweise. Ja doch, das müssen wir hier schon zumachen. Jetzt bin ich hier ein Tief. Ein Tief. Machen wir mal eine Treppe einfach hin. Aus Holz, das reicht ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Drehst dich mal so hin. Sehr schön. So, Beton sollte erstmal reichen. Den hin. Dann haben wir da ein Podest. Das Bereich. Wie viel Stahl habe ich überhaupt? Naja, wäre eh nichts mehr gegangen. Gut. So, Droni, my friend. Genau. Genau den. Mal kurz gucken. Weil hier hinten hätte ich ganz gerne ein Geschütz drinne. Da hätte ich ganz gerne ein Geschütz drin. Das würde wieder... Oh, hört das? Wir kriegen wieder Besuch. Uhu. Puh, Alter, Droni, Alter, geleckt. Ich dachte, da wäre sie gerade. Droni, du darfst mich nicht so erschrecken, das geht gar nicht. So. Genau, hier müssen wir noch die Schrägen reinmachen. Dass sie hier wirklich kanalisiert runterkommen. Ja, diesen welchen und dann den. Zack. Darf ruhig steil sein. Ja, was ist mit dir nicht richtig? Warum gehst du jetzt da drauf? Ich bin der Meinung, diese Selbstmordattentäter müssen jetzt auch kommen, ne? Oh, meine nächste Folge wird definitiv Blutmondnacht. Aber ich möchte jetzt gerne hier alles dafür geben, da durchzukommen. Schau mal die Kettensäge. Warte mal, das ist der erste Block, der müsste man hier quasi. So. So. Den machen wir weg. Ich passt, ob das passt, weiß ich nicht. Kann man sehen. Das werden wir definitiv nicht sehen, ob das passt. So, dann geht. Der müsste bleiben. Der geht weg. Hoi, mein Airdrop wieder. Wo ist er? Wie weit ist denn das? Ah, hier. Oh, auf dem Dach wahrscheinlich. Geht man ja rein theoretisch nachher noch holen. Obwohl die Airdrops gar nicht mehr so toll sind, gell? Zack, zack. Hier wird wieder dicht gemacht. So.
so toll. Kommt die hier so mittig rein? Geht die quasi hier auf so Podest? Aber warte mal, das müsste hier stehen. Geschütz müsste hier stehen. So, was so? So. Geht weg. Das Aufwerten halt nicht vergessen. Bam. Ich habe gerade ein bisschen hin und her geswitcht. So, genau, dann haben wir hier wieder mal eine Kiste hinlegen und da eine Kiste für Munition später und Sprit. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Sprit nicht. Bin ich da schon mal blockiert? Jetzt habe ich mich eingemauert. Haben wir schon. So. Perfekt. Hier müsste man jetzt quasi einen Durchgang lassen. Geht der weg? Der weg? Eine Leiter hinbauen. Eng. Reicht das jetzt? Was habe ich vergessen? Aufzuwerten. Sag mal, wo bist denn du jetzt? Blöde Kuh. Man muss sie einfach lieben, ne? So, und nach unten. Da steht halt die Frage, wie tief geht man runter, ne? Ein Block. Ein Block, das wäre dann zwei. Und auf den zweiten Block. Ja, auf dem zweiten stehen wir. Jetzt runter auf den einen, dann sind wir auf Augenhöhe mit der, mit dem Boden. Dann machst du mal so sechs runter, ne? Ein. Oh. Drei. Vier. Fünf. Und 6. Wie gerade? Ja.
Damit er sich richtig gebaut habe. Warte ich nochmal mit dem Aufwerfen. Das kommt schnell. I've got a bad feeling about this. Okay, das ist getriggert. Auch nicht davon aus. Das noch ein Stück. Ne, ich geh noch ein Stück. Dann 8 Blöcke tief. Der rein. Kein Beton mehr. Du. Brauche ich aber noch mal Leitern. Warte mal, ich habe 300. Warte. Mach mal anders. Tut mal da hoch. Ich nehme mal die Hälfte. Ich hätte gerne so Steinleiter da drin, ne? Leitern, das müsste hier mit drin sein. Oder auch nicht. Wo haben wir es denn? Bin doof. Einfach nur eine Steinleiter. Leiter rund, da ist sie doch. Nehmen wir die. Das muss ich mal drehen. Genau, hierher. Ich mag sie. Obwohl. Jetzt sind falsch die Leiter. Ach, Droni, geh doch mal bitte weg. Ich lasse dich jetzt dann immer oben, gell? Katastrophe. How may I assist you?
dann steht sie doch. Da geht's zum Schütz. Wunderbar. Jetzt 8 Block tief, gell? Ja, das haben wir gesagt. Ah, scheiße. Ah, Droni hält mich. Das ist ja cool. Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Schritt und bohre mich dann vor zum Korpus. Genau, dann langweile ich euch nicht komplett mit den Baumaßnahmen hier. So, ich bin auf der Leiter. Ich dachte, Droni hält mich auf, aber nö. Und die stelle ich jetzt halt irgendwo ab. Weil das nervt mich gerade tierisch beim Basteln. Hier nehme ich noch einen Block hin. Mal gucken, ob das auch wirklich dahin passt. Da soll dann das Geschütz stehen. Ja, das passt dann. Muss passen. Ja. Ach, ich depp. Nee, gut. Mache ich erstmal hier einen Schnitt. Ich bin gleich wieder da. Bis dann. So. Da bin ich wieder. Der Tunnel ist fertig. Ja, ich habe jetzt hier zwei Eingänge quasi. Voila. Oh, das muss ich halt nur richtig treffen dann später. Der Zugang ist gelegt. Wo dann später die... das Geschütz reinkommt. Das ist zum Beispiel sehr gut. Jetzt muss ich nur noch schnell bitte Zement holen. Um das aufwerten zu können. Und noch ein bisschen Stahl anlegen. Weil wir haben schon 16.25 Uhr, sehe ich gerade auf der Uhr. Nicht so toll. Oh, ich habe nichts mehr. Doch, da. Ein bisschen was. Das muss auf jeden Fall mit. Da haben wir noch ein bisschen was. Oh, das ist gar nichts. Oh, das ist gar nichts. Gar nicht so. Okay. Nee, da haben wir nichts mehr. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Oh, ich wollte noch Klingenfallen nachfallen. Vier Stück haben wir noch. Sehr gut. Nehmen wir mal zwei Motoren extra mit. Mit nehmen wir nochmal mit. Jetzt wird es ein bisschen flüssig. Mal die Hälfte mit. Zack. Rotiere dich mal. Schön. Da. Das wird jetzt eine knappe Geschichte, gell? Reparaturkits habe ich vergessen. Fix. Habe ich überhaupt noch welche? Ja, ich glaube schon, gell? Den Airdrop, den holen wir dann später. Ich würde sagen, nach der Blutmondnacht. Reparaturkits, hier. Mal mit. Sollte reichen. Du. Und schnell zurück. Ja, wieder hin. Es ist schon ein ordentlicher Weg. Ja, schon krass. Bin ich einmal komplett durchgelaufen. Und hier. Mhm. Habe ich aber Platz für den Generator. Den hätte ich gerne hier.
Einmal öffnen bitte. Gleich einmal nachtanken. Ja, stimmt. Sonst wird das nicht. Jetzt aber. Sollte auch auf tanken gehen und nicht auf einschalten. Wäre ja doof, gell? So, dann brauche ich euch. Weil es muss ja auch alles sauber gekabelt werden. So. Obwohl, warte mal, es müsste theoretisch ja reichen. Das probieren wir gleich aus. So, jetzt kommt das Geschütz hin. So. Das soll genau hierher. Geht das jetzt? Hier. Es hält. Genau, jetzt noch verkabeln. Hab ich keine Zange dabei, gell? Schön. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben wir doch hier oben in unserer Kiste eine Zange. Ja. Aha. Gott sei Dank. So. Gleich mal verbinden. Zweimal, ne? Dann. Und dem. Boah, nee, oder? Ab wann reißt es? Ab hier, ne? Oh, das ist hier schon rot. Problem nicht da. Wo ist sie denn? Also, diese Schönheitsreparaturen dann immer, gell? Das muss ja alles noch aufgewertet werden. Das ist ja echt krass. So, dann war mal hier, dann geht's schon. Und dem eigentlich direkt an die Waffe. Jo. So, Generator mal an. Ja. Der läuft. Jawohl, das geht. Der sollte dann immer schön... quasi auf uns zielen. Dann machen wir Friendly Fire aus. Und dann ist das eine gute Sache. Nur Zombies, genau. Ist ausgerichtet. Ja, voll geil. So, jetzt ist mal raus.
Oh, ist schon gleich 18 Uhr, ist ja fix. Das ist gar nicht gut, warte mal. So, die Zange kann gleich nochmal. Ne, die Zange brauchen wir noch. Wir müssen ja noch die Klingenfallen machen. Wie viel Stahl habe ich jetzt? 105. Pro Block. Pro Block 20, gell? Da bin ich jetzt. Müssen wir wieder dicht machen. Das wird nichts. Ich glaube, die Blutmondnacht wird nichts. Aber wir wissen, was wir bauen müssen. So, da müssen wir noch Gitter dran machen. Ecke, Gitter, Gitter, Gitter. Gibt es hier sowas wie schräge Gitter? Wo sind denn solche schrägen Gitter? Kann man das bauen? Kann ich die auch diagonal ansetzen? Es ist jetzt blöd. Wo ist denn das drinne? Stäbe. Diagonal anrichten oder anlegen? Macht er nicht. Boah, brauche ich dafür echtes Holz? Rezepte. Holzform, Rahmen brauche ich, gell? Ah, ich hätte doch da die Treppe gehabt, genau. Mal habe ich das hier mit drin? Eigentlich ein und dasselbe, gell? Wie kriege ich da jetzt die Schrägen hin? Da müsste ich echt mal gucken, ne? Mal reingehen, schrägen. Nee. Muss ja irgendwo bei Baumaterialien mit drin sein. Nee, alles klar. Nee, passt auf, Leute. Ich guck mal hier durch, wie das mit den Schrägen ist. Und dann in der nächsten Folge gehen wir auch direkt in die Blutmondnacht rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und schaut, ob das hier funktioniert, wie wir uns das hier vorstellen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.